Genau, so, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da die Überleitung von dem Klemmding zu Jobtrüffel hinkriege. Wahrscheinlich gibt es auch gar keine Überleitung. Ich leite jetzt einfach Dass mal man an die. jemanden fest an sich oder an den, die Genau, als Firma bindet. Unternehmen binden. Genau. Genau, festklemmen. Wir klemmen Bewerber an Unternehmen, die zu ihrem Leben Genau. passen. Ja, schön, dass wir heute hier den Impulsvortrag machen dürfen. Danke für die Einladung und auch für die kurze Vorstellung schon mal. Ja, ich fange vielleicht einfach erstmal an und erzähle ein bisschen, wie wir auch zu Jobtrüffel gekommen sind oder wie wir das auch selbst erlebt haben, die Jobsuche. Also das Ganze ist natürlich auch aus eigenem Need entstanden, so wie das so oft bei Startups ja auch ist, dass man ein Problem über ein Problem stolpert oder eine Herausforderung und sich der dann annimmt. Und so war es auch bei uns. Also ich habe im Studium einen Werkstudentenjob gesucht und war vorher in Berlin, war in Stuttgart bei Porsche, habe schon tolle Unternehmen gesehen von innen, auch ja, tolle Städte kennengelernt. Habe aber auch gemerkt, dass so der Konzern eigentlich jetzt nicht meine Welt ist. Und dass ich doch auch andere Werte in die Jobsuche mitbringe, als jetzt, ja, dass ich ein namenhaftes Unternehmen will oder ein großes Gehalt, sondern hatte irgendwie da auch ein bisschen andere Anreize, Anstöße, was mir jetzt wichtig ist bei der Arbeitgebersuche. Und habe eben auch gemerkt, dass auf Portalen, die man eben so kennt, also Monster, StepStone, Indeed, die großen oder dann auch ein bisschen regionaler geprägte Portale, also bei uns hier in Oberfranken, zum Beispiel Oberfrankenjobs, dass die aber alle sehr ähnlich aufgebaut sind und die Jobsuche eben meistens stattfindet über einen Jobtitel und eine Ortssuche. Und ja, man dann am Ende irgendwie 50 Seiten Ergebnisse hat und sich da durchklickt und am Ende einen eigenen Filter im Kopf irgendwie dann doch wieder einfügt, dass man nämlich auf die Unternehmen klickt, von denen man die Logos schon kennt und die man irgendwie ja kennt, weil sie bekannt sind. Und ja, da ist für mich dann eben wieder nur, sind die großen Verdächtigen rausgekommen, Siemens, Audi, Bosch und Co. Und bin dann aber über Zufall auch auf ein interessantes regionales Unternehmen hier gestoßen, das ich aber auch total unterschätzt hatte. Also die Webseite vom Unternehmen hat jetzt nicht mich sofort gecatcht und mir gezeigt, dass das ein innovativer Arbeitgeber ist, der mir viel bietet. Ich bin aber trotzdem mal hingefahren und habe eben dann festgestellt, wow, dieses Unternehmen, ich fühle mich, als wäre ich bei Porsche in Stuttgart, bin aber mitten in der Oberpfalz bei einem kleinen Mittelständler. Und ja, waren einfach coole Leute, tolle Dynamik im Team, auch wirklich tolle Benefits, die der Arbeitgeber geboten hat. Ja, und das ist eben ein Thema, was wir gemerkt haben, was sich jetzt durch die New Work-Bewegung natürlich auch in unserer Generation einfach noch viel stärker auslebt. Dieses, ich will mein Leben am Arbeitsplatz auch irgendwie mitgestalten können, ich will mich dort selbst verwirklichen können, meine Ideen einbringen. Und gerade diese Benefits, die der Arbeitgeber eben auch bietet, die helfen mir eigentlich dabei, das zu tun. Also bin ich ein Familienvater, der Gleitzeit gerne nutzt, um auch mal sein Kind zum Arzt zu bringen oder in den Kindergarten oder der auch mal im Homeoffice bleibt, damit er mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Oder bin ich ein junger Mensch, der gerne Outdoor-Sport macht und der eine Firma gerne hätte, wo er sieht, da gibt es Sportgruppen, da gibt es Leute, die ticken wie ich, die machen auch gern, gehen gern Rennrad fahren und mit denen kann ich dann in der Mittagspause eine Runde drehen. Solche Sachen sind irgendwie wichtiger geworden, haben wir dann auch natürlich uns in Studien angeschaut, was hat sich da eigentlich verändert, auch in der digitalen Jobsuche, also wie muss man digitale User ansprechen, was für Portale machen das schon gut, an denen wir uns ein bisschen orientieren können, haben da dann auch Airbnb, Netflix, Instagram, also Anwendungen, die man gewohnt ist zu nutzen, mit aufgenommen und haben versucht, mit Jobtrüffel da ein Portal zu schaffen, das eben genau auf diese Veränderung in der Jobsuche auch eingeht. Haben uns verschiedene Studien angeschaut, die das dann auch nochmal natürlich bestätigt haben, also dass sich einfach die Wertigkeit von Familie und Job verschoben hat. Also in den letzten 20 Jahren hat sich eigentlich die Freizeit mehr in den Vordergrund auch gerückt. Da ist das Interesse um 18% bei den Leuten gestiegen und um 27%.
ist die Wichtigkeit von Familie und Freizeit eben gestiegen im Vergleich zum Job. Also da gibt es genug Studien, die das eben auch nochmal untermauern, was wir da auch schon gefühlt haben, weil wir aus der Generation einfach kommen. Und genau, damit wollen wir bei Jobtrüffel jetzt auch die Jobsuche einfach verändern und den Leuten eine Möglichkeit geben, genau diese Themen in die Jobsuche mit einzubringen. Genau, also wie gesagt, diese ganze New Work-Bewegung, ja, der Mensch kommt jetzt einfach in den Fokus. Der Mensch, sein Leben, seine Wünsche, seine Bedürfnisse, es geht nicht mehr darum, das große Geld zu machen, sondern es geht um die Sinnerfüllung, um die persönliche Sinnerfüllung. Und ein Ankerpunkt sind tatsächlich die Benefits eines Unternehmens, weil sie mir einfach zeigen, wie kann ich eben diese Bausteine, die mir der Arbeitgeber bietet, so einsetzen, damit ich für mich mein optimales Leben leben kann. Dass das was ist, was viele Menschen bewegt, zeigen ja auch schon diese ganzen ja, Life-Coaches, die es immer mehr gibt. Es gibt ja auch, sag mal, Burnout steigt ja auch stetig an. Liegt einfach daran, dass oft die es keine Kongruenz gibt zwischen was macht mir Spaß und was habe ich für Metaziele, für persönliche Ziele in meinem Leben. Und durch die Benefits, durch die Unterstützung auch des Arbeitgebers, wie ich als Mitarbeiter eigentlich dann mein Leben selber gestalten kann, habe ich einfach die Möglichkeit, was zu meiner persönlichen Sinnstiftung wirklich beizutragen. Und auch vor allem jetzt eigentlich während Corona ist es auch möglich. Also wenn man sagt, vielleicht war das jetzt relevant, dass ich eine super Kantine habe. Ja, das ist auch was Menschen interessiert. Oder ganz spannender Benefit für viele ist auch, kann ich meinen Hund mitnehmen ins Büro? Bei Baitavo geht es ja zum Beispiel schon, soweit ich weiß, ne? Und ja, das hat einfach immer mehr an Wichtigkeit. Und aber auch während Corona kann man eben auch ganz andere Benefits zu spielen kommen. Zum Beispiel, man kann die Eltern unterstützen bei Hausaufgabenbetreuung. Ja, ich als Unternehmen kann für die Eltern anbieten, also meine Mitarbeiter, hey, zwischen 15 und 18 Uhr haben wir Nachhilfesupport. Da können die Kinder jederzeit anrufen. Ich kann wieder was tun für die Eltern in meinem Unternehmen und die entlasten. Und was eine ganz spannende Sache ist, was man als Arbeitgeber einfach auch machen kann, wie man sich ja seine Arbeitgebermarke da auch einfach verbessern kann, ist, wenn ich meine Mitarbeiter unterstütze, tatsächlich bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter zu motivieren langfristig? Das geht eben dann, wenn sie das Gefühl haben, sie machen etwas Sinnstiftendes. Und klar macht jetzt nicht jede Aufgabe Spaß im Unternehmen. Aber wenn man genau zuhört, schafft man trotzdem es, den Mitarbeiter so zu begleiten, dass er sein Leben eben entsprechend gestalten kann. Das heißt, dem einen ist es vielleicht eigentlich wichtig, was Nachhaltiges, Soziales zu machen. Wenn ich dann diesen Mitarbeiter anbiete, hey, einmal in der Woche kannst du unterstützen wir das, stellen wir dich vielleicht halbtags frei oder einmal im Monat, wie auch immer. Und du kannst bei der Tafel aushelfen. Ein anderer, dem ist es halt viel wichtiger, sich weiterzubilden. Dann biete ich ihm Benefits an, wie er, über Udemy oder über die IHK, also es gibt da ja wirklich viele Angebote. Es geht aber in erster Linie darum, halt in den Diskurs mit den Mitarbeitern zu gehen und wirklich zuzuhören, was möchten sie, was fehlt ihnen vielleicht noch für ihr Glück auf dem am Arbeitsplatz und ihm dabei unterstützen, im Sinne vom New Work einfach seinem persönlichen Sinn nachzugehen. Und da passiert halt auch schon ganz viel hier in der Region. Also wir merken das ja, wir haben ja sehr viele Unternehmen gescreent und geschaut, was die anbieten und hat uns dann super überrascht, auch jetzt gerade während Corona, dass Therapie angeboten wird, wo Menschen dann einfach, wenn sie wirklich hier tagtäglich im Homeoffice sind, vielleicht mit der Situation noch nicht so gut klarkommen, da einfach einen Ansprechpartner haben. Und das hält auch die Mitarbeiter dort.
Weil ja, es bieten einfach nicht viel an und die haben einfach dort auch das Gefühl, sie als Mensch mit ihrer individuellen Lebenssituation werden da einfach auch gesehen und wahrgenommen und können sich da auch entfalten. Ja, also in diesem Sinne ist es einfach super wichtig, sich auch mal anzugucken, was bieten wir halt auch schon für Benefits an. Viele Unternehmen wissen auch gar nicht, was sie schon anbieten, also zum Beispiel interne Sportgruppen. Ganz wichtig, also wir zum Beispiel, jetzt auch während Corona, machen immer eine Plank-Session nachmittags. Das kommt ultra gut an. Also wir sind jetzt auch mittlerweile ein recht großes Team von 8 Leuten. Und ja, wenn wir diese Plank-Session nicht einhalten, auch virtuell, das geht gar nicht. Ja, und es ist ein super Benefit. Die Leute in unserem Team, die sharen das auf ihren sozialen Medien. Das ist was, worauf die stolz sind, wo sie Spaß haben. Das ist ein Teamgefühl. Und ja, hier gibt es auch große Player ums Eck, aber trotzdem kommen die Leute zu uns und wollen bei uns arbeiten, weil es einfach ein anderes Arbeitsfeeling ist. Ja, und meistens kosten diese Benefits, die man da eben auch erkunden kann bei sich selbst, auch nicht den Arbeitgeber jetzt die Welt. Also wir haben gerade auch bei vielen Unternehmen festgestellt, die haben Mitarbeiter, die sind gut im, die machen gern Yoga oder geben sogar privat noch Yoga-Sessions und dann können sie das quasi im Unternehmen auch anbieten, haben dabei Freude und der Mitarbeiter hat ein neues Benefit, was er quasi im Unternehmen anbieten kann, was dann aber eben auch oft nicht nach außen präsentiert wird. Also das ist bei uns jetzt auch so ein bisschen unsere Mission mit Jobtrüffel, dass wir sagen, wir haben festgestellt, dass die Unternehmen hier wirklich tolle Sachen bieten, aber ja, man kann es irgendwie noch nirgends einsehen. Selbst auf den eigenen Webseiten wird es oft einfach nicht so dargestellt, dass es von Jobsuchenden so wahrgenommen wird, wie wir das eben auf unserem Portal machen wollen. Also klar kann jeder seine Benefits da eigentlich draufstellen, aber einfach diese Kombination aus visuellen Einblicken, aus Kurzinformationen, aus der Arbeitgeber kann bei uns auch seine Werte zum Beispiel einstellen und kann zu den Werten noch ein bisschen was sagen, damit die Jobsuchenden da eben auch sehen, wow, ich interessiere mich eigentlich für Nachhaltigkeit und der Arbeitgeber hat sich da was überlegt. Wir haben hier zum Beispiel in Kleintettau, ganz an der Grenze zu Thüringen, noch Oberfranken, ein Heinz Glas als Unternehmen, die Parfümflakons herstellen. Die haben sich gedacht, Mensch, wir blasen so viel heiße Luft in die Atmosphäre durch die Produktion von diesem Glas. Was machen wir mit dieser warmen Luft am besten? Und haben sich ein riesen Tropenhaus da in Kleintettau neben ihre Firma gebaut, in dem sie jetzt Papayas und exotische Früchte anbauen, weil sie einfach ja, da gedacht haben, wir überlegen uns was, wie wir diesen Abfall, den wir produzieren, irgendwie sinnvoll nutzen können. Und das ist eigentlich so ein Schmankerl, was man ja auch nach außen tragen muss und den Leuten zeigen muss, wir machen uns da Gedanken hier bei Heinz Glas und machen auch was für die Umwelt. Von daher, das sind Informationen, die wir eben jetzt auf Jobtrüffel auch aufnehmen und mit denen wir den Unternehmen einfach ein neues Gesicht auch geben wollen und den Jobsuchenden neue Zugänge zu Unternehmen in ihrer Region. Genau. Cool, danke euch. ja, ich finde das ja ein total spannendes, eine total spannende Idee. Ich finde, ihr habt das auf jeden Fall sehr schön von beiden Seiten auch gerade nochmal erklärt, worauf es eigentlich ankommt und dass es sich eben gerade so verändert hat und wie man eigentlich die Sachen vielleicht auch finden oder suchen kann, die man eigentlich gerade wissen möchte und dass es gerade vielleicht noch nicht so optimal ging bisher. Danke für euren Impuls auf jeden Fall. Gibt es Fragen? Dann dürftet ihr einfach entweder in den Chat schreiben oder gerne einfach euer Mikro anmachen. Von mir, ich bin jetzt ein bisschen spät reingehüpft. Hallihallo, ich bin der Sebastian und ich wollte eigentlich bloß wissen, weil ich habe das wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen, aber ihr habt bisher nur in Oberfranken und in der Oberpfalz seid ihr bisher unterwegs. Wollt ihr es noch ausweiten in Bayern im Moment oder ist das, wie ist gerade die Roadmap da bei euch? Also tatsächlich haben wir heute Nacht für die Unternehmen gelauncht. Man sieht vielleicht die Augenringe. Also das ist jetzt gerade unsere Startregion. Wir fangen an, das Portal jetzt ab nächster Woche dann zu bewerben. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hier in der Region. Ja, aber es
Wir haben schon einige Anfragen bekommen aus anderen Regionen, die, sagen wir mal, von der Struktur ähnlich sind wie Oberfranken oder Oberpfalz. Da ist ja Deutschland wirklich durch die Mittelständler, die ja alle auf dem Land angesiedelt sind, gibt es ja echt ähnliche Strukturen. Und wo wir schon Anfragen haben, ob wir das Portal, sagen wir, für die Unternehmen da auch schon zur Verfügung stellen können. Aber aktuell ist es jetzt erstmal hier. Als Pilot quasi. Als Pilotprojekt, genau. Um zu sehen, ob das Konzept bei den Unternehmen ankommt, ob es bei den Jobsuchenden ankommt. Und wenn sich das bestätigt, dann weiten wir es noch aus, wahrscheinlich hier auf Nordbayern und dann Thüringen, Sachsen sind auch ganz interessante Regionen, weil dort noch mehr Vorurteile auch teilweise bestehen gegenüber den Städten oder der Mentalität dort, wo aber auch tolle Player sitzen, tolle Unternehmen sitzen und ja, eben auch wie hier in Oberfranken, die Lebenshaltungskosten gering sind, für Familien spannend, tolle Ausflugsgebiete. Also da werden wir uns jetzt, wenn sich das Konzept bewahrheitet, auf jeden Fall durch Deutschland mit der Erschließung verschiedener Regionen dann durcharbeiten. Also ich hätte eine Anmerkung dazu. Ich glaube, ich könnte mir das auch gut für Ostwestfalen-Lippe, wo der Henning Duderstadt gestern da war, vorstellen. Da waren wir tatsächlich auch schon unterwegs an der Uni dort, weil wir dort Kontakte haben und haben es dort vorgestellt, ja. Ja, super cool, weil Bielefeld ist, glaube ich, auch so eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt den Charme, also manche behaupten, das gibt es gar nicht. Genau, und auch von der Struktur ähnlich. Viele Mittelständler, die vielleicht jetzt das Employer-Branding nicht so mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja. Genau, aber ich hätte tatsächlich eine andere Frage. Es ist ja in den Unternehmen, in manchen Unternehmen so, die sagen, ich brauche gar nicht irgendwie groß in Recruiting investieren. Wie überzeugten ihr die Unternehmen davon, dass die da mehr Employer Branding machen, dass die ein bisschen mehr Gehirnschmalz ins Recruiting stecken? Also viele sind ja mittlerweile schon gezwungen, es zu machen. Also es wird ja auch immer schwieriger, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Und viele merken auch, dass sie halt einfach auch sich einfach nicht auskennen mit den sozialen Medien und der Kommunikation, die es heutzutage einfach braucht. Von daher ist es, bisher läuft es recht einfach, überraschenderweise, weil einfach unsere Plattform an sich überzeugt, weil einfach jeder von uns ist ein digitaler User. Jeder ist es gewohnt, gute Anwendungen zu nutzen, egal ob ich jetzt ein Jobsuchender bin oder ein Recruiter bin oder ein Geschäftsführer bin. Und einfach das Gefühl, auch so vollumfänglich informiert zu werden und eine gute Usability, eine gute User Experience auf der Seite zu haben, begeistert schon viele, weil eben viele Unternehmen oder ja, viele haben auch gar kein Personalmarketing, ne? Also die haben gar keinen, der dafür überhaupt zuständig ist, vor allem hier bei uns im Mittelstand. Da gibt es vielleicht Marketing, da gibt es dann einen Personalverantwortlichen, aber es gibt keine Schnittstelle. Und deshalb hapert es halt bei vielen bei der Außendarstellung einfach. Mhm. Und Wir stoßen da eigentlich schon auf offene Ohren, kann man sagen, bei vielen, bei denen, die jetzt im ersten Schritt gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, haben wir natürlich auch schon erlebt. Da ist es dann schon schwierig, wirklich die auch zu überzeugen. Also wenn ein Unternehmen wirklich da noch nicht wirklich vom Mindset her auch so offen ist und sagt, nee, wir haben da eigentlich keine Probleme, Leute zu finden. Aber wir haben es jetzt auch erlebt, dass innerhalb der 2 Jahre, wo wir uns mit dem Thema jetzt schon beschäftigen, Unternehmen am Anfang gesagt haben, nee, eigentlich haben wir noch überhaupt keine Probleme, die jetzt dann doch auf uns zukommen und sagen, langsam merken wir doch auch, dass die Generationen, die jüngeren Leute dann doch in die Großstädte gehen und halt der Enkel vom Heinz nimmer bei der Firma anfängt, wo der Opa schon gearbeitet hat. Also da denke ich, muss einfach der Pain groß genug sein, dass die Unternehmen das auch wirklich machen und mit denen wollen wir dann auch zusammenarbeiten, also mit denen, die wissen, sie müssen was machen und die sich da sträuben, die werden es dann langfristig hoffentlich auch merken, dass sie was tun müssen. Ja. Sag mal, ein charmanter oder charmante Portfolio-Erweiterung bei uns war eben auch, dass wir gesagt haben, okay, Standortmarketing ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und den gibt es halt im Moment auf gar keinem Portal so, wie wir ihn eben haben, weil wir sagen, also unser Claim ist ja auch Leben und Arbeiten verbinden und zu Leben gehört eben nicht nur
arbeiten am Arbeitsplatz, sondern auch das Drumherum. Ja, wenn ich zu einem neuen Job gehe, wohin komme ich da eigentlich? Wo kann ich wohnen, wenn ich jetzt nicht bei einem kleinen Tettau leben möchte? Was gibt es noch für alternative Städte in der Umgebung, die vielleicht größer sind? Was gibt es da für Kulturangebote? Wie ist die Anbindung zur Infrastruktur? Weil einfach von der Customer Journey es immer so ist oder sehr häufig, es findet eine Bewerbung statt. Derjenige wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen und dann informiert man sich erst über den Ort. So, und dann gibt derjenige Klein Tettau ein. Dann sieht auf Google Maps, wo ist es eigentlich? Dann gibt es da 3 Fotos von Kühen. Ich glaube nicht, dass derjenige sich dann dort unbedingt bewerben will, wenn der vielleicht von einem Big Player irgendwo aus Stuttgart kommt, auch wenn die Lebenshaltungskosten günstig sind. Also was kann derjenige sich für ein Bild schaffen? Der hat sofort Vorurteile im Kopf. Und wir versuchen da einfach den Jobsuchenden, sagen wir, bei seinem nächsten Gedankensprung einfach schon mitzunehmen und ihm all das zu zeigen, was ihn eigentlich interessiert. So, hier könnte ich durch die Einkaufsstraße schlendern, wenn ich dann dort leben würde. Hier gibt es Kindergärten für meine Kinder. Hier gibt es einen tollen Ort gleich ums Eck. Ich will vielleicht nicht in Klein Tettau wohnen, aber hey, nur 25 Minuten pendeln und ich bin bei einem tollen anderen Lebensort. Und es ist natürlich auch spannend, also im Moment ist es ja noch Deutsch, unser Portal auch, aber es ist halt vor allem spannend auch für Menschen von außerhalb. Also wir müssen ja immer mehr auch Fachkräfte aus dem Ausland hier reinbringen und die haben ja noch weniger Ahnung von dem Leben hier. Und das übernehmen wir einfach für die Firmen auch, helfen ihnen da, sich einfach besser zu platzieren oder halt auch die Leute zu informieren, damit die Menschen wirklich eine wirklich informierte Entscheidung treffen können und für sich gute Entscheidungen treffen können, wenn sie bei der Jobsuche sind einfach.